Bonjour mes amis und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird Französisch heute auf meinem Kanal, denn heute ist endlich wieder eine französische Box bei mir eingetroffen. Die My Little Box ist wieder da, die Sommerpause ist vorbei und hier habe ich die September-Ausgabe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Randfakten zur Box. Die My Little Box wird mir zum einen in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe My Little Box Team, vor allem an die liebe Steffi. Genau, ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Des Weiteren kostet diese Box ja 17,90 Euro, aber ich habe einen 5-Euro-Gutschein für euch, den ihr gerne hier seht und anwendet. Könnt, falls ihr möchtet, dann könnt ihr die Box nämlich ja, ein bisschen vergünstigt bekommen, und zwar für 12,90 Euro. Ja, denn 17,90 Euro minus 15, 12,90 Euro. Gut, wir haben dieses Mal einen geilen Kooperationspartner von der My Little Box, und zwar Estée Lauder. Bin ich sehr gespannt, was hier jetzt drin sein wird. Chasing Sunsets. Ja, dann werden wir Chasing? Ist nicht fangen? Sonnenaufgänge fangen, einfangen, einfangen. Ja, machen wir, ne? Die haben immer wunderschöne Designs von den Boxen, falls es Boxen sind. Manchmal haben wir auch Taschen. In dem Fall ist es wirklich eine wunderschöne Box. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, was drin ist. Deckel ist ab. Wir haben hier Beauty-Produkte drin, aber wir haben hier auch so Lifestyle-Artikel im Sinne von liebevolle, dekorative Geschichten mit dabei. Zum Beispiel benutze ich ja immer als meine Foundation-Mischplatte. Das hatten wir auch schon mal damit drin. Dann habe ich auch noch in meinem Badezimmer stehen etwas, wo ich jeden Abend meine Ringe drauf mache. Das ist so ein kleiner Zylinder. Eine Sonnenbrille hatten wir auch schon mal mit dabei. Dies, das, ein Halstuch und so, was ich ab und an mal umlege, wenn es draußen ein bisschen windiger ist, ne? Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir im September hier drin haben werden. Denn auch da wird uns die ein oder andere Überraschung erwarten. Das ist einfach eine Box, die so ein bisschen special ist, und das mag ich einfach. Wir haben hier so einen Einleger drin. Greif nach den Wolken, geh deinen Weg, denn über den Dächern liegt dir die Stadt zu Füßen. Schön. Ich sage auch immer, dass ich super gerne ein Vogel wäre, denn Fliegen ist echt voll das Ding, ne, worauf ich mal Bock hätte. Also wirklich fliegen und nicht in einem Flugzeug sitzen und runtergucken, sondern ein Vogel sein und selber die Richtung bestimmen und so, ne. Ah, da hätte ich Bock drauf, ja. Und über Dächer gehen mag ich nicht, weil dazu habe ich zu große Höhenangst. Aber, witzigerweise, Fliegen ist kein Problem. Es ist, ne, je höher man kommt, desto weniger schlimm ist es scheinbar. Dann haben wir als nächstes hier drin die Mary Poppins, scheint hier irgendwie gerade abzugehen. Anything can happen, you let it. Nein, anything can happen if you let it. Alles kann passieren, wenn du es zulässt. Und da sehen wir tatsächlich auch die Mary Poppins abgebildet. Und hier steht ein bisschen informatives Kram drin. Was haben Mary Poppins und Estée Lauder gemeinsam? Beide Frauen sind Superheldinnen des letzten Jahrhunderts und bis heute legendäre Role Models. Scheinbar mühelos erreichten sie ihre Ziele und veränderten das Leben vieler. Aber wie haben sie das angestellt? Mit Ausdauer, Kreativität und sehr viel Leidenschaft. Beide Frauen verfolgten ihre Ziele mit großer Entschlossenheit und scheuten sich nicht, die Ärmel hochzukrempeln und frisch und beherzt ans Werk zu gehen. Die kreative, selbstbewusste Kraft dieser Powerfrauen inspiriert uns bis heute. Ach ja, ihre magischen Köfferchen hatten sie übrigens immer dabei. Hast du Lust, deinen eigenen Beauty-Koffer zu packen? Mit dem Code sicherst du dir ab einem Einkaufswert von 50 Euro das Mini Advanced Night Repair Serum 7 ml on top. Von September 2020 bis zum 15. November 2021 auf estelauder.de oder estelauder.at einlösbar. Na guck, das ist doch schon mal nett. Und hier steht dann nochmal einiges mehr. Confidence Breeds Beauty, Mrs. Estée Lauder. Jubiläum 75 Jahre Estée Lauder. Ach guck, das wusste ich gar nicht. Mrs. Estée Lauder hat vor über 70 Jahren in New York ihre Leidenschaft für Kosmetik entdeckt und über viele Jahrzehnte hinweg mit ihrem feinen Gespür und einer großen Portion Beharrlichkeit die Schönheitsindustrie für immer verändert. Und dann stehen hier ihre ganzen Meilensteine von 1946 bis heute. Und heute, Mrs. Estée Lauder und die gleichnamige Brand bleiben eine Inspiration auch für das Team von My Little Box. Finde ich sehr, sehr liebevoll geschrieben. Und das ist quasi das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Weil ansonsten haben wir hier keine Heftchen, wo drin steht, was drin ist, drin. Wir haben hier zuallererst ein Säckchen. Und ich glaube, das mache ich zuallererst auch mal auf. Golden Hour steht hier drauf, die goldene Stunde.
Und solche Säckchen verwende ich auch sehr gerne, um da zum Beispiel Verlobungsringe reinzupacken. Klar, mehrere täglich. Verlosungssachen reinzupacken, wenn ich Verlosung mache und euch die Sachen zuschicke. Wow, wir haben hier gleich nicht ein Produkt von Estee Lauder drin, sondern drei. Leute, die Palle geht ab. Okay, als erstes habe ich hier drin Estee Lauder Pure Color Envy Defining Eyeshadow Wet Dry. Okay, konnte man sich sicherlich, wenn man Abonnent der Box ist, auch eine Farbe aussuchen. 1,8 Gramm sind hier drin enthalten und ich habe die Farbe Envy 08 Unrevealed. So schaut das Schätzelein aus. Also die Verpackung, ich liebe sie, ne? Aber die bewahrt man ja eigentlich nicht auf. Und richtig schön das Teil. Also so eine schöne Verpackung. Gucken wir mal, wie die Farbe so aussieht. Okay, ja gut. Das ist so ein ganz klassischer, schimmernder Champagnerton. Schaut so aus. Ich überlege, einen Monolidschatten-Adventskalender zu erstellen und den dann höchstwahrscheinlich hier bei YouTube zu verlosen. Und da habe ich halt jetzt übers ganze Jahr schon ganz viele Monolidschatten aus Adventskalendern und aus Beautyboxen gesammelt und da wird der definitiv auch mit reinwandern. Aber ein schönes erstes Produkt, definitiv. Dann greife ich hier rein und habe hier 535 Pure Color Envy Sculpting Lipstick. Okay, die Farbe 535 Pretty Vain Envy Cream. Ist hier noch komplett eingepackt. Sagen wir mal so, es ist eine krasse Farbe, aber sie passt gerade halt echt hart zum Look, ne? Es ist wirklich eine krasse Farbe, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht zu krass pink. Gefällt mir tatsächlich sehr. Und als letztes Estee Lauder Produkt haben wir etwas drin. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, auch da konnte man sich die Farbe aussuchen. Ist ein Concealer. DW Radiant Concealer in der Farbe 3C habe ich den nämlich. Medium Cool. Cool ist zwar richtig, aber ich muss gleich mal gucken. Vielleicht passt der ja. Das wäre ja richtig geil, denn ich habe letztens noch überlegt, dass ich mir einen Concealer von Estee Lauder mal anschauen wollte. Einfach mal aus reinem Markeninteresse, aber nein. Niemals. Niemals. Der ist leider viel zu dunkel für mich. Nein, der wird weiter wandern. Schade, oder? Ja, aber der ist zu dunkel für mich. Oha, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen, ne? Nein. Niemals. Aber hammermäßig. Hammermäßig. Einfach mal drei Estee Lauder Produkte hier drin. Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt mal zu den zwei kleinen eingepackten Produkten, die dann ja wahrscheinlich die Accessoires sind oder eben Deko. Und hier habe ich dann das erste, à l'horizon, also am Horizont. Und da ist eine Lady, die macht einfach mal Yoga auf dem Dach. Läuft bei ihr, ne? Total witzig. High Tails, Scrunchie für hochgebundene Pferdeschwänze. Kein Lüftchen soll dir die Sicht verstellen, wenn du die Show genießt. Bei der Entwicklung dieses stylischen Haarbands hatten wir den kecken, hochgebundenen Pferdeschwanz vor Augen. Er verleiht deinem Look eine extra Prise Raffinesse und versprüht den Charme lauer Sommernächte. Nett. Also bei Scrunchies muss ich jetzt immer an die Sarah Isabel denken, an Like a Daisy in Spring, denn die liebt ja Scrunchies. Ja, hier haben wir auch so einen cremeweißen Scrunchie mit drin, mit so Viechern nach hinten, unten, wie auch immer man das sehen mag. Ich weiß nicht, ob man daraus auch ein Schleifchen irgendwie binden könnte, ne? Es ist halt ein cremeweißer Scrunchie und der ist einsetzbar, definitiv, ne? Eine coole Geschichte, kann ich mir auch bei mir so beim Bommel ganz gut vorstellen, das sieht dann ganz süß aus. Und hier habe ich jetzt das letzte Päckchen drin und hier steht drauf, nur für VIPs, Mini-Portemonnaie, das Versteck, das HQ, der Unterschlupf, der Ort, den nur du kennst und an dem es von Geheimnissen und Erinnerungen wimmelt. In dieser bezaubernden Geldbörse hat dein Kleingeld von nun an stets ein gemütliches Örtchen zum Verweilen und das ein oder andere Kärtchen passt auch locker rein. Ach, guck mal, dann schauen wir mal. Ach, so winzig klein finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Ist auch wieder in diesem schönen, ach, ich mag dieses Moosgrün einfach richtig gerne. Dann in Gold steht hier meine Little Box drauf und ja, ist halt so halb rund. Dann gucken wir mal, was das so von innen bietet. Ach so, ja gut, das ist wirklich sehr, sehr klein. Da kannst du dann, ich weiß nicht, ein riesengroßes Fach, wo du irgendwas reinmachen kannst. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, 1, 2 Karten reinzumachen. Vielleicht wirklich Party-Portemonnaie-mäßig, ne? Und dann hast du hier noch ein weiteres Fach und da kannst du dann zum Beispiel Kleingeld reinmachen.
Süß ist es definitiv. Für mich tatsächlich leider zu unpraktisch. Ich habe da wirklich so ein Kavelsmann, ne? Da habe ich immer alles Mögliche drin. Und wenn ich auf Partys gehe, dann habe ich ein winzig kleines Portemonnaie mit dabei. Ja, aber ist auch ganz süß, dass es mit drin ist. Ja, ne, das war jetzt tatsächlich der Inhalt der Box. Wir haben auch meistens 3 Beauty-Produkte und 2 Accessoires bzw. Deko-Produkte mit enthalten. Und ich finde den Inhalt der Box wirklich schön. Er ist gelungen. Durch die Estée Lauder-Produkte natürlich super hochwertig jetzt gerade heute. Aber ich fand den Boxeninhalt toll. Natürlich, ja, Monolidschatten, Concealerfarbe kann ich leider nicht verwenden, aber da hat man sicherlich als Abonnent im Vorfeld die Farbe angeben können. Da bin ich mir echt sicher. Ja, hat bei mir jetzt leider nicht gepasst. Aber davor wird sich jemand freuen, der es im Adventskalender drin haben wird. Und ja, ne, das war's jetzt auch hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner ganzen Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!